Hallo Leute und willkommen zurück. So. Einmal mal eine Übersicht. Zweimal Piraten. Zweimal Nebenzivilisation. Und zweimal Wolters. Ah, okay, eine dritte Nebenzivilisation. Ansonsten wäre es 3x2. Na gut. Jo, mit den Nebenzivilisationen haben wir jetzt entsprechend Beziehung aufgenommen und Lobeslieder werden gesungen. Da kriegen wir halt hier ein bisschen Zuwachs, was unsere Beziehung anbelangt. Bei den Piraten haben wir herzlich erzwungen. Du hast Frieden mit den Piraten geschlossen. Ihre Flotten greifen dich nicht an und andere Imperien können kein schwarzes Mal gegen dich einsetzen. Aber jede Runde wohl minus 7. Na, okay. Gut. Dann haben wir noch eine Luxusressource entdeckt. Superknollen. Okay, ja. Handelsscan. Die Handelseffizienz dieses Systems wird von diesen Faktoren beeinflusst. Einmal kolonisierter Nachbarn. Systemstufe 1, Systembevölkerung 1. Und das ist ein Gouverneur, okay. Und bei Leo keine kolonisierten Nachbarn, Systemstufe 1 und 5 Systembevölkerung. Ah, dann sieht man da, dieser Kreis, der sich dann langsam füllt. Da müssen wir später spezielle Handelsgebäude errichten und können dann Handelsrouten erstellen. Forschung abgeschlossen. Xenolinguistik. Ja, wir können jetzt Titan abbauen. Und Systemverbesserung. 10 Produktion auf fruchtbar. Plus 10 auf gemäßigt und plus 10 auf Planet. So. Technologiebildschirm. Dann machen wir das auch noch mit Hyperium. Und dann sind schon wieder diverse Ereignisse eingetreten, okay. Technologiestufe im Quadranten Wirtschaft und Handel freigeschaltet. Okay. Aber wir können jetzt nichts besseren Technologien erforschen. Aber was wir eh schon konnten, weil wir Wolters sind. Und dann Technologieetat verfügbar, Industriearchitekt. Die Produktion ist das Herzblut einer jeden Zivilisation, ob alt oder neu. Bestrebungen, die Sterne zu erkunden, bauen immer auf einer Basis der industriellen Macht auf. Also sei unerschrocken und baue zuerst die Zukunft auf. Neues Ziel? Besitze als erster 20 Systemverbesserungen in deinem Imperium. Okay, und wir haben 7 von 20. Als Belohnung bekämen wir 75 Transreben. Ja, okay, und wir können halt jetzt schon dann zur Stufe 3. Das ist ja unsere Spezialfähigkeit. Immer eine Stufe. Wir können immer eine Stufe höher erforschen, als es eigentlich möglich wäre. Quest. Kooperation startet. Gerüchte über eine Akademie. Es gibt Helden und dann gibt es da noch echte Helden. Wahre Legenden, die jeder kennt, aber noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Von den Helden solcher Geschichten hört man an jeder Ecke. Aber von den Anführern, die du getroffen hast, und in den Gerüchten deiner Besatzung und Kollegen hörst du Erzählungen von anderen Helden.
lebenden Helden, deren Taten und Mühen den Ausgang von Schlachten und Bürokratien verändert haben, deren Taten und Entscheidungen wesentlich zum Aufstieg und Fall von Imperien beitrugen. Und wenn man von diesen Helden spricht, den Meistern des Das und seiner gewaltigen Kräfte, spricht man auch von dem Ort, an dem sie ausgebildet wurden und wo sie diese Kraftakte von Körper und Geist erlernten. Man nennt ihn einfach nur die Akademie. Manche bezeichnen sie als Ort der höheren Bildung, andere eher als einen Ort der Anbetung und Erleuchtung. Es wäre gut, die Wahrheit hinter der Akademie zu kennen. Es wäre gut, wenn deine Schiffe die ersten wären, die einen formalen Kontakt mit ihr herstellen könnten und wenn du ihren geheimnisvollen Anführer treffen könntest. Sie sind so wenige, wie sie mächtig sind, die Helden der Galaxie. Ihr Handwerk erlernen sie an einem Ort, der einfach nur die Akademie genannt wird. Sei der Erste, der diesen Ort findet, dann gehören sicher einige ihrer Geheimnisse dir. Neues Ziel. Verfolge den Weg der Helden zurück, indem du 5 Kuriositäten vom Typ atmosphärisch erkundest. 1 von 5. Teilnehmer, wir. Ja, und alle Gegner halt, ne? Okay, wenn wir Erster sind, dann bekommen wir 100 Dust, 50 Einfluss und 30 Titan. Als Zweiter noch 50 Einfluss, 30 Titan. Als Dritter noch 30 Titan. Okay, Quest markieren. Ah, okay, wir können immer nur eine Quest markieren, okay. Schauen wir uns erstmal die Quests an. Laufend. Ja gut, dass wir Wissenschaftsgebäude brauchen, das wissen wir. Man kann nicht mehr als eine markieren. Ja, okay. Dann. Okay, politische Umfrage. Wer hat deine Stimme? Die Umfrageergebnisse sind da. Politische Umfragen sind ein wichtiges Werkzeug, um die Ergebnisse einer anstehenden Wahl vorherzusagen. Wenn du einen besseren Überblick darüber halten möchtest, welche Unterstützung du in den einzelnen Systemen zu erwarten hast, kannst du Systemverwaltung für das entsprechende System heranzoomen. Nur noch ein Zug, bevor dein Imperium seine erste Wahl abhält. Viel Glück. Okay. Ah, wissenschaftlich ganz klar vorne, das ist gut. Dann Pazifisten. Gläubige. Kolon. Fast gar nicht militaristisch, okay. Und ein Gebäude wurde abgeschlossen. Die Drohnennetzwerke. Plus 10 Nahrung, plus 10 Produktion. Zerebrale Realität wird jetzt gebaut. Plus 15 Forschung, plus 15 das. Und Bevölkerung hinzugewonnen. Ah, und da können wir dann nochmal eine Expedition starten. Ach, wir haben ein Schiff bekommen. Ja, das ist auch schon recht stark für den Anfang. 93 Angriff, 156 Verteidigung. Irgendwo mal ein Piratenschiff zum Vergleichen. Speak.
Also das Schiff wird als nächstes freigestellt. Hergestellt. Freigestellt ist auch gut. 32 Angriff, 67 Verteidigung. Ah, unser Shuttle hat halt dreimal so viel. Ist schon ganz gut. Ja, und was machen wir damit? Müssen wir uns gegen irgendwas verteidigen? Wir schicken das einfach mal so mittig hin. Da haben wir alle Anomalien erforscht. Dann fliegen wir hier rüber. Ah, für die Akademie, genau. Die Akademie ausfindig machen. Metallplatz nochmal abgeschlossen. Wir können jetzt Hyperium abbauen und können eine Systemverbesserung erstellen. Industrieproduktion pro Bewohner, pro Planeten mit strategischen Ressourcen und generell plus eine Produktion pro Bewohner auf Planeten. Ja, jetzt haben wir ja unsere Forschungen abgeschlossen. Für unsere beiden strategischen Ressourcen. Dann geht es um die Wissenschaft. Systemverbesserung. Zwei Forschung pro Einwohner pro Planet mit Anomalien. Ja. Wir müssen auch forschungstechnisch vorankommen. Sonst. Naja. Bleiben wir dumm und ungebildet. Dann sind nachher doch die Piraten uns technologisch voraus. Das wollen wir nicht. So. Der Bonus auf die Chance, dass die Bevölkerung der Voltzwecks ist nun abgelaufen. Ah, okay. Wir können jetzt 5 Transrem ausgeben, um das Ganze nochmal zu bekommen. Ja, okay. Tat, Konsolierer der Systeme fehlgeschlagen. Kontrolliere als erster mindestens 4 Sternsysteme in derselben Konstellation. Ah, okay. Springer, KI. Craver. Nee. Nee, das sind doch aggressive Gegner. na gut. Und die Argosy ist wieder bereit. Sehr gut. The Hive cares a little for the interests da sitzt er doch, Craver. Unverblümt. Den Schwarm interessieren die Bedürfnisse anderer Völker nicht. Sprecht. Okay, distanziert. Ja, okay, wir können uns gegenseitig angreifen. Und wir haben nur einfache Fahrtwagen zur Verfügung. Okay, ja, das sind Sklaventreiber.
Wenn die Kleber einen Planeten einnehmen, versklaven sie die dort ansässige Bevölkerung. Das verringert die Zustimmung dieser Bevölkerung, steigert jedoch die Bindeproduktion um 100%. Wissenschaft, Industrie, Nahrung, Gast, Einfluss. Ja, okay. Persönlichkeit militaristisch. Dieses Imperium zieht den Krieg dem Frieden vor und wird versuchen, sich zu vergrößern. Isolationisten. Dieses Imperium schützt sich vor Wirtschaftskriegen. Grausam. Dieses Imperium tendiert dazu, Systeme zu erobern und ganze Bevölkerung auszulöschen. Tja, gut. Mit dem müssen wir irgendwie dann klarkommen. Aber wo sind die? Wo sind wir auf sie gestoßen? Ich sehe nichts Rotes. Ja, sie ist wieder bereit. Da gibt es ein Imperium. 5 Planeten. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Ach, erstmal eine Flotte erstellen. Dann geht's los. Welcome to the Sophonity. Ja, die sind mir doch schon viel sympathischer. Intellectual chops. Please, prove them wrong. Willkommen bei den Sophon. Einige von uns zweifeln an euren intellektuellen Fähigkeiten. Bitte beweist ihnen das Gegenteil. Ja, wir werden es versuchen. Also die sind auf jeden Fall schon mal wesentlich sympathischer als die Craver. Persönlichkeit, ja, Pazifisten. Dieses Imperium ist leichter dazu zu bringen, Verträge zu unterzeichnen, versucht Allianzen beizubehalten und zieht den Frieden vor. Innovativ. Dieses Imperium wird versuchen, viele Technologien zu erforschen, um als erster neue Technologiestufen freizuschalten. Unbekannt. Du kannst dieses Imperium in deinem Territorium und den neutralen Bereichen angreifen. Okay. Nur einfache Verhandlungen. Gut. Ja, jetzt wieder die Frage, woher kennen die uns und warum kennen wir sie nicht? Weiter geht's. PPM 149643. Okay. Ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch, PPM und so weiter und so fort entdeckt. Eine immense Kugel aus Dunkelheit, die ein winziges Loch mit der Masse von 1000 Sternen umgibt. Nicht einmal das Licht selbst widersteht der Anziehungskraft eines schwarzen Lochs, weshalb diese seltsamen Phänomene Wissenschaftler und wissenschaftlich interessierte Zivilisationen seit Anbeginn der Astronomie faszinieren. Effekte plus 50 Wissenschaft, Schauplatzeffekte, aber wenn da gekämpft wird, bis 25% zusätzliche Erfahrung auf Flotte. Minus 50% Schaden von Geschosswaffen auf Schiffe. Okay. Ja, ja. Also wenn wir unseren Mangel am Wetten hier kolonisiert und wenn dann unseren Einfluss ausdehnen, dann würden wir hier die 50 Forschung bekommen.
das wäre Stand jetzt ungefähr eine Steigerung um ein Drittel unserer Forschung. Dieses schwarze Loch. Ah, Argus ist unterwegs. So. Ja, wir können jetzt hier diese Systemverbesserung erstellen. Und Planetenspezialisierung. Ja, man kann jeden Planeten kann man spezialisieren. Und das ist halt für die Wissenschaft. Wir können trockene Planeten kolonisieren. Ich hätte gerne eine Zoom-Stufe dazwischen. Merkt er vielleicht. ein bisschen mehr sieht, aber nicht ganz so wenig wie jetzt. Ja, also genau zwischen den beiden. Na gut, wir werden zurechtkommen. Wir haben ja auch unser Suchfenster. Okay. Galaktischer Supermarkt. Ah, wir haben noch gar keine Systemstufen. Lastungsfreie Anlagen. Wir können uns das vielleicht die Entscheidung vereinfachen, indem wir schauen, welche Planeten wir noch nicht kolonisieren können. Und hier. Eisplaneten kann man noch nicht kolonisieren. Und hier sind ja sogar vier Planeten nicht kolonisierbar. Rota 2 können wir kolonisieren, die anderen nicht. Dschungel. Arktisch können wir noch nicht kolonisieren, okay. Aber das wären ja dann zwei Planeten. Also ich glaube Arktisch jetzt zweimal und Eis zweimal. Auch ganz viel Gas, aber Gas ist wahrscheinlich im Forschungsbaum. Weiter hinten hatte ich gedacht. Systemverbesserung. Plus zwei Ressourcengenerierung auf Vorkommen für strategische Ressourcen. Und dann können wir Antimaterie abbauen. Okay. Arktisch. Ja, keine schlechte Systemverbesserung, die wir da freischalten können. Und Eis. Okay, Eis und Arktisch so
Können wir denn jetzt das als Walters schon erforschen? Obwohl wir die Vorgänger noch nicht haben. Okay. Ja gut, ich habe keinen Schneeplaneten gesehen. Das dauert natürlich jetzt einige Zeit. 10 Runden. Ja, wenn wir mal hier Nahrung erforschen, schon okay. Also. Davor. Okay, dann mal weitere Kuriositäten erforschen. Antonov-Ringe als Anomalie. Plus 2 das, dann plus 1 Wissenschaft pro Bewohner. Und Flüchtlinge, die Pulsors. Plus 5 Forschung auf Anomalie. Und plus 1 Produktion. Ah, okay. Also wenn man Planeten hat mit Anomalien, dann kann man da die Pulsors ganz gut hinsetzen. Eine Sonde haben wir noch. Und wir haben eine Technologie gefunden. Hyperium-Verstärker. Energieschaden 25%. Kritische Trefferchance 5%. Okay. Dann warten wir hier, bis die nächste Sonde fertig ist. Und hier schicken wir eine Sonde los. Und fliegen weiter. Ja, und jetzt ist die Argosy da. Aber wir haben... Wenn wir jetzt kolonisieren, hätten wir nur 5 Runden ein goldenes Zeitalter. Produktion pro Zug 2,5. Passt. 388. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, wo unser Dust hingegangen ist. Speak. Das war ungefähr beides um 800, 900. Haben wir irgendwo Dust ausgegeben. Also klar, wir haben hier einmal die Piraten unterstützt. Aber da haben wir jetzt noch viel mehr das verloren. Naja, gut. Wir machen in jeder Runde eigentlich bloß... Ach, stimmt ja, wir hatten Titan und Hyperium gekauft, um hier die Kolonie zu gründen.
Okay. Ja, dann warten wir hier die eine Runde. Dann haben wir auch genug Hyperium, ohne kaufen zu müssen. Okay, oder auch nicht. Aber beim letzten Mal war es halt so, dass wir nur 6 Titan und 6 Hyperium brauchten und jetzt sind wir halt schneller unterwegs. Entsprechend wäre es teurer, jetzt schon zu kolonisieren. Okay. Na gut, das können wir auf jeden Fall nicht machen. Das heißt, die... Wir stellen die Argosee mal hier mit rein. Und ja, hier werden ja auch noch Anomalien erforscht. Da können wir uns doch mal zwischen den beiden Systemen entscheiden. Das wird ja auf jeden Fall noch... Ah, 4-5 Runden andauern, bis wir das nächste Mal kolonisieren. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bye, bye.